Ja, Arthur, nochmal hallo. Ja, moin, na? Volle Fahrt voraus. Schule, hast du G8 gemacht? Ja, wir waren der erste Jahrgang. Okay. Wie siehst du das jetzt im Nachhinein? War das cool? Wir sagen ja lieber G9. Ja, also schwierige Sache. Also für mich betrifft es ja jetzt nicht mehr. Aber es war damals wirklich schon stressig. Doch. Ja, also ich war ja auf dem AG und da, also ich glaube, der Lehrplan, der war, ne, groß. Und dann am Ende, als wir dann da waren, wurde er so klein gemacht. Aber trotzdem mussten wir ja alles im Endeffekt lernen. Ja, erzähl mal ein bisschen. Du hast dann studiert und bist jetzt auf der Suche nach einer Ausbildung. Ja, also ich habe sozusagen nach meinem Abi erstmal noch ein FSJ gemacht. Also beim Bremer Sportbund. Okay. Hab dann für den Hockeyclub Schwarz-Weiß in Huchting, hab dann da den Zivi gemacht. Nach dem FSJ habe ich dann erstmal angefangen, in der Flüchtlingshilfe zu arbeiten. Für den Verein Wolkenkratzer. Die machen so begleitetes Betreuen von Minderjährigen, Flüchtlingen. Das war ein Ehrenamt, oder? Ja, nee, es war nicht ehrenamtlich, es wurde bezahlt. Okay. Aber es war, also für mich selber war es dann wirklich so ein Job, wo ich gesagt habe, ja, ey, ich gehe hin, ich tue was Gutes, ich komme zurück. Ich habe 12 Stunden Schichten gehabt so und das war echt immer anstrengend, aber es war immer so ein Gefühl, ja, von der Befriedigung, sag ich mal. Man hat was gemacht, was gut ist, man hat mit den Jungs irgendwie was gemacht, konnte dem vielleicht irgendwie ein paar Schritte, sag ich mal, helfen, irgendwie hier so ein bisschen Fuß zu fassen. Respekt, ich finde das toll, wenn junge Leute sich engagieren. Jetzt war ja gerade eine Untersuchung, dass Bremen bei den jungen Leuten gar nicht so angesagt ist. Ne? Ja, also grundsätzlich muss man mal sagen, so Bremen ist eine wunderschöne Heimatstadt. Man kommt gerne zurück. Es ist super grün hier. Wenn man Bremer ist und die Ecken kennt, so, dann hat man immer seine Ecken, wo man, wenn man will, seine Ruhe hat. Oder wenn man will, kann man ein bisschen Natur genießen. Es gibt natürlich auch so ein paar Sachen, wo man sagen kann, so, ja, da vielleicht mal ein bisschen, ich sag mal, spontaner auf jüngere Leute eingehen. Ja, hast du konkrete Beispiele? Also ja, ich nehme das wahr, Bremen ist eigentlich nur, also für junge Leute das Viertel attraktiv, oder? Genau, wo trifft man sich genau sonst noch? Also klar, es gibt dann fürs richtige Nachtleben gibt es dann noch so die Partymeile da beim Stubu. Was aber natürlich auch nicht jeden anspricht, weil nicht jeder geht dann gerne in diese, ne, Clubs rein. Du als junger Heranwachsender, was würdest du dir wünschen für Bremen? Klar, also ich würde natürlich gerne, sag ich mal, für die Jüngeren ein paar Steine, sag ich mal, aus dem Weg räumen. Es ist natürlich schwer, irgendwie einfach zu sagen, ja komm, mach mal das Partyleben, das Abendleben, mach das mal attraktiver. So, aber einfach da vielleicht den Behörden oder den... Also ein bisschen mehr Spielräume genau, zu geben. Genau, denen einfach vielleicht mal ein paar, sag ja, ich mal, okay, Spielräume gewähren, sag ich mal so. Und erstmal gucken, ob da vielleicht... Oder Pilotprojekte starten, sag ich mal, und gucken, ob da was wird draus. Hier in der Neustadt sieht man das ja schon zum Teil. Also es kommen ja immer viele, ich nenne sie mal urige Bars oder kleinere Bars, die doch schon ein bisschen, sag ich mal, diesen Viertel-Vibe rüberbringen. Ja, die sind echt anders hier zum Film. Genau, also die werden ja sozusagen, die kommen ja schon ein bisschen höher hier. Das ist übrigens toll, ich erzähle dir mal eine Geschichte aus meinem. Ja, klar, also gerne. Damals, als ich im Viertel gewohnt habe, da war ich so, also 18, 19, da hieß es, die Neustadt kommt. Ja. Und alle haben gelästert, weil die Neustadt kam nie. Ja. Aber jetzt, 30 Jahre später, würde ich sagen, ja. Ja. Jetzt also kommt sie wirklich. Sie kommen, ist so. Sind 40 Jahre später. Oh je.